Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. In der letzten Folge haben wir den Megasatan besiegt, gleich in der zweiten Folge aus dem God Mode Mod Ding. Und wir haben neue Charaktere freigeschaltet. Wir haben letztes Mal mit Atra gespielt, haben, guck mal, da sieht man das sogar, haben tolle Sachen besiegt. Und wir könnten jetzt zum Beispiel mit Xaven oder Drake spielen. Ah, Drake ist Kane oder was? Xaven sieht auf jeden Fall böse aus, aber ich glaube, wir spielen Drake. Wir spielen heute mal Drake. Mal gucken. Aha. Drake. Hä? Ich glaube, da ist was falsch gelaufen. Drake sieht aus wie Noah. Hä, hat Drake einfach gar nichts von Anfang? Ist das echt so? Waren das zwei Nullen? Okay, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr diese Mod kennt. Stimmt, ich habe wieder nicht nachgeguckt. Ich habe immer noch nicht diese Savior-Sachen rausgenommen. Ich voll dödel. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr die Mod kennt, ob Drake wirklich gar nichts von Anfang an hat. Das würde mich ja mal interessieren. Auf jeden Fall sieht er aus wie Noah und das soll wahrscheinlich eher nicht so sein. Na, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder hat Drake vielleicht doch irgendwas von Anfang an? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist das gar nicht Drake. Vielleicht spielen wir jetzt einfach nur Noah, aber ist auch nicht weiter tragisch. Dann spielen wir halt mal eine normale Runde. Kriegen hier auf jeden Fall 3 Herzen schon mal. Das ist recht nett. Oder ein großer Raum. Ist das denn jetzt überhaupt die... Hä? Also bisher sieht doch nichts anders aus. Der goldene Raum sah eben schon anders aus. Und jetzt haben wir kein großer goldener Raum. Oh, das freut mich. Endlich mal kein Raum, der uns töten will. Kein goldener Raum, der uns töten will. Das ist ja auch selten in dieser Mod. Bin ja mal gespannt, ob wir jetzt gleich schon die drei... den Dreier-Windstrike haben. Denn ich meine, unser höchster Winstreak beim normalen Isaac, bei Isaac Vanilla, war ja nur bei 4. Heißt also, wir haben ja eine gute Chance, auf jeden Fall einen neuen Rekord aufzustellen. Wow, amazing. Ja, okay, wenn ich so schlecht spiele, dann natürlich nicht. Aber noch haben wir ja genug Leben, also das passt noch. Kein blauer Stein nirgendwo. Schade, schade, Schokolade. So, alles besiegen. Wow, okay, ich krieg richtig dumm Schaden. Liegt, ich habe aber wieder eine Ausrede. Und zwar liegt das daran, dass ich heute wieder in den Betrieb musste und arbeiten musste. Und Arbeit ist anstrengend. Und nach der Arbeit kann man sich nicht mehr gut konzentrieren. Ja, ja, so ist das. Das schwere, harte Leben. Ah. So, okay. Ich konzentriere mich jetzt trotzdem. Go, go. Famine. Okay, geil. Okay, doch nicht so geil. Okay, doch geil. Gut, wir kommen hier auf jeden Fall durch. Ja, dash du mal. Dann kriegen wir aber auf jeden Fall gleich einen... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wir werden hier gerade ganz schön eingekesselt. Oh, hier können wir raus. Oh. Ha, wir sind frei. Freiheit. So, wir kriegen gleich auf jeden Fall den Cube of Meat, wenn wir ihn jetzt besiegen. Das wäre ja ganz gut. So. Wäre aber schöner, wenn er irgendwie nicht so viele Gegner spawnen könnte, weil dann könnten wir ihn noch mal ein bisschen treffen. Finde ich gerade ein bisschen doof, dass wir so gar keine Items haben. Dann ist das ja echt voll der doofe Charakter. Dann ist das ja wie so ein Isaac mit nur 2 Leben. Ohne Würfel. Das ist ja doof. Vielleicht kriegt er später im Verlauf des Spiels noch irgendwie was. Das kann natürlich sein. So wie Isaac halt. Der kriegt ja irgendwie, wenn man das Blue Baby besiegt, den Würfel. Und vielleicht ist Drake ja genauso einer. Drake, der sich als Noah verkleidet hat. Was ist los mit dir, Drake? Willst du kein Drake mehr sein? Willst du inzwischen Noah sein? Aber Drake ist doch cool. Oh, Book of Revelations. Aber geil. So, und ein Cube of Meat. Okay. Das freut mich. Wir hätten eigentlich noch in den Stachelraum gehen können, habe ich jetzt aber verplant. Verdammt. Na gut, also wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Das ist ein großer Raum leider. Das heißt, wir werden uns da wahrscheinlich wieder wehtun. Aber wir haben einen Cube of Meat. Das heißt, damit können wir auf jeden Fall auch Schaden machen. Und der fängt natürlich auch ein bisschen Schaden für uns ab. Nett wie er ist. Der süße Cube of Meat. Aber ich hätte ehrlich gesagt ganz gerne mal ein Space-Item. Ich hoffe einfach mal, wir kriegen jetzt in dem ersten goldenen oder in den zweiten goldenen Raum da. So, ein Space-Item, dann ist alles gut. Wir haben blaue Herzen, das heißt, wir können hier ruhig mal reingehen. Oh, 3 rote Kisten. Okay, los, hier, jetzt könnt ihr Wetten abgeben. Ich denke mal, in einer sind 2 Trollbomben drin, in der anderen ist nochmal eine super Trollbombe drin. Und im einen ein Item. Wow, okay. Da lag ich ja total falsch. Was haben wir da noch? Okay, wenigstens ein paar Pillen. Solange die gut... Oh ja, Bots of Steel. Perfekt. Hat sich schon gelohnt, hier reinzugehen. Und eine Bad Trip hat sich
trotzdem gelohnt. Und wir sind schnell genug rausgegangen, damit wir nicht noch einen halben Schaden bekommen. Der ist doch schön. Gut, dann haben wir also 1,5 Schaden bekommen und haben 2 Herzen wiederbekommen. Ja. Und wir wissen, was die Bolts of Steel Pille ist. Das ist doch schön. Ja. Hat sich also gelohnt. So, und wir wissen auch, was die Bad Trip Pille ist. Guido. Oh ja, ein Wup-Wup-Trinkkit. Ganz toll. Das ist das beste Trinkkit, das man haben kann. Ich finde diese ganzen Trinkets, die irgendwie die Tränen verändern, so richtig unnötig. Also die nur die Flugkurve von den Tränen verändert. Aber egal. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Und nur das zählt, oder? Ich weiß nicht. Gut, ich hätte aber ehrlich gesagt noch gerne einen Schlüssel. Gebt mir Schlüssel. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich müsste das Trinket gleich mal wieder weggeben. Au! Denn irgendwie verwirrt mich das. Aber wahrscheinlich trifft man sogar damit eher, oder? Ich weiß es nicht. Ich schmeiß mal weg. Wie ging das nochmal? Ich habe vergessen, wie man das wegschmeißt, so? Ah ja, okay. Tschüss, Trinket. Ich will dich doch nicht haben. Oh Gott. Okay, hier hätten wir das Trinket vielleicht doch gebraucht. Okay, aber ihr gebt mir einen Schlüssel, oder? Das wäre zumindest recht nett. So, wir konzentrieren uns erstmal auf einen. Auf den hier, nämlich. So. Damit hier nicht gleich wieder zu viel Zeug rumfliegt. Habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ach ja, und wir brauchen dringend irgendwie mal einen Damage-Up. Aber erstmal ein Schlüssel. Schlüssel ist jetzt gerade erstmal das Wichtigste. Au. Damit wir in den goldenen Raum können und dann eventuell einen Space-Item bekommen. Das wünsche ich mir. So ein Space-Item wäre schon ganz schön toll. So. Gut, damit ist der erste schon mal weg. Hat der zweite jetzt vielleicht auch weniger Leben? Das wäre ja ganz schön. Oh Gott, da will ich zu viel mit meinem Cube of Meat kämpfen. Ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Aber solange wir jetzt hier einen Schlüssel bekommen, passt das alles. So. Nö. Wir kriegen nicht mal einen Schlüssel dafür. Wir kriegen einfach gar nichts dafür. Wir haben einfach richtig viele Leben verloren für nix. Nix und wieder nix. Wir haben keine Schlüssel. Das heißt, wir können auch da nicht rein. Da sind ja immer coole Sachen drin. Es sei denn, hier ist eventuell der Geheimraum. Nee. Jetzt haben wir auch nur noch eine Bombe. Wir könnten natürlich trotzdem nach einem Geheimraum suchen. Aber mit nur einer Bombe? Da kommen wir sogar ran, hoffe ich. Und hier oben könnte noch der Supergeheimraum sein. Ich hoffe, wir sprengen da auch wirklich 2 Steine weg. Gut. Kommen wir hier wenigstens ran. Na gut, ein bisschen Geld. Hey, Monstro. Oh nee, komm. Ich möchte wenigstens den Devil Deal bekommen. Oh Gott. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Okay, damit ist der Devil Deal weg. Und wir haben leider unsere Bombe weggegeben. Das heißt, wir können hier den blauen Stein nicht aufsprengen. Was auch nicht so ganz schön ist. Oh Gott, sperr uns nicht ein. Wenn er uns einmal trifft, sind wir tot, oder? Wenn er einmal auf uns raufstampft. Oder mit einer so einer großen Träne trifft. Hilfe. Hilfe. Monster, du hast doch nicht mal die Hälfte deines Lebens verloren. Ist das dein Ernst? Oh Gott. Unsere Windstreak ist in Gefahr. In Gefahr. Sie ist in Gefahr. Wieso habe ich Noah ausgewählt? Oh Gott, ich hätte hier nicht reingehen sollen. Na, ich gehe mal schnell wieder raus. Tschüss. Ah, das kann dauern. Hätten wir wenigstens ein paar Bomben, dann könnten wir den in die... Was? Dann könnten wir die Bomben wenigstens ihn hinschmeißen, dass er ein bisschen Schaden dadurch bekommt, aber egal. Das einzige Gute ist, dass Monstro nicht so wirklich stark ist, aber wenn man Pech hat und er halt so viele Leben hat wie jetzt gerade, oh Gott, dann kann er einen natürlich trotzdem ab und zu mal treffen. Umso öfter er schießt, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Wir könnten natürlich mit dem Cube of Meat arbeiten, aber wir werden garantiert Leben verlieren, wenn ich jetzt mit dem Cube of Meat an ihn rangehe. Wir machen das lieber safe.
So. Allzu viele Leben hat er ja zum Glück nicht mehr. Oh Gott. Komm schon. Und weg. Gut. Puh, okay, das war schwerer als gedacht. Und wir haben keinen Schlüssel bekommen. Das ist sehr, sehr traurig. Vor allem in dieser Mod. Wenn man in dieser Mod keine Schlüssel bekommt, das ist sehr schlecht. Können wir nicht noch irgendwo rein? Irgendwo? Hier gibt es zumindest Feuer. Okay, zumindest ein Herz. Komm schon, hier muss doch irgendwo ein Schlüssel drin sein. Irgendwo. Ist mir egal wo, aber irgendwo. Da wird auch nichts drin sein. Ja, cool. Dann haben wir mindestens zwei Items ausgelassen. Ha. Oh, warte. Wenn... Nein, jetzt habe ich auch noch das ganze Feuer ausgemacht. Nein, 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 nein. Wir müssen irgendwie ein Leben... Okay, warte. Wir haben noch eine Chance, indem wir dieses Leben weggeben. Und dann können wir hier nämlich in den Challenge-Raum zumindest rein. Und hoffen einfach, dass wir vielleicht hier irgendwas bekommen. Oder wir sterben jetzt hier. Das kann natürlich auch gut sein. Aber bevor wir... Okay. Vielleicht kriegen wir am Ende einen Schlüssel. Das wäre ja nochmal ganz schön. Ach, Monstros. Ja, hi. Ich habe eben gegen einen großen von euch gekämpft. Aber wir müssen halt... Wir müssen alles mitnehmen, was geht. Sonst wären wir nicht stark genug. Das kann ja was werden hier. Dieser One fängt ja sehr vielversprechend an. So, Hälfte schon mal weg. GG. Das Blöde ist, es bleibt ja nicht bei diesem Boss. Es sind noch mehrere. Und wir haben nur ein Leben und keine Schlüssel. Was soll das Spiel? Was soll das? Oh Gott. Nicht hüpfen hier. Hier ist eine hüpffreie Zone. Wusstet ihr das nicht? Oh wow. Immer diese kleinen Monstros, die nicht hören wollen. Voll die Frechen. Ihr seid ganz schön frech, ihr kleinen Monstros. Wisst ihr das eigentlich? Ihr Rotzung. So. Okay, erste Welle haben wir schon mal überstanden, ohne Leben zu verlieren. Das ist ja schon mal gut. Da kriegen wir ein halbes Leben. Das ist natürlich auch gut. Das ist gleich schon wieder weg. GG. Oh, das habe ich gut gemacht. Das habe ich richtig gut gemacht. Ich wollte dieses halbe Leben auch gar nicht haben. So, jetzt ist die Frage, wie viele Wellen es gibt in diesem Challenge-Raum. Ich hoffe nicht allzu viele. Aber es sind grüne Viecher. Geben grüne Viecher vielleicht irgendwas Cooles? Irgendwie einen Schlüssel oder so? Oder eine Bombe wäre auch schon ganz gut. Dann können wir wenigstens den blauen Stein aufsprengen. Man weiß es nicht. So. Okay. Solange die hier nicht runterkommen, ist alles gut. So, der erste sollte gleich tot sein. Du da, du da. Ich habe mit dir geredet. Mit dir zwei Kopf. Oh Gott. Verfolg uns nicht. Oh nee. Oh Gott, okay, 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 jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Ich hoffe, das ist die letzte Welle, aber ich glaube, danach kam noch eine. Das ist überhaupt nicht gut. Wie hat er uns denn jetzt getroffen? Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es voll nicht mitbekommen. So. Okay, aber wenn wir die jetzt besiegen, dann möchte ich zumindest ein rotes Herz oder so bekommen. Für die dritte Welle, wenn es denn eine dritte Welle gibt. Ich hoffe einfach mal nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg. Stirb einfach. Danke. Ein Herz. Gut. Ja. Hat sich nicht gelohnt. Scheiße. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist sowas von überhaupt nicht gut. Gut, wir haben alles gemacht, was wir konnten. Haben leider keinen Schlüssel bekommen. Und auch keine Bombe. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Ebene die Items ausgelassen. Und wurden nicht belohnt dafür. Wurden einfach nicht belohnt. Wir wurden nicht belohnt. Oh Gott, okay. Dieser One fängt nicht gut an. Wir müssen sehr, sehr stark werden und haben bisher noch gar nichts. Noch gar nichts. Wir haben Cube of Meat. GG.
Mehr haben wir nicht. Wir haben einfach nur ein Cube of Meat und kein Schaden. Wir haben keine Leben, kein Schaden, keine Schlüssel, keine Bomben. Gar nichts. Einfach nichts. Ach, Noah. Hätten wir wenigstens die Noah-Items, die man sonst von Anfang an hat, aber nein. Ist ja nicht die Savior-Mod. Aber ich frage mich trotzdem, ob das so gewollt war. Ob der normale Drake auch so normal aussieht wie der normale Typ, wie Kane oder sowas. Ja, müsste ja dann. Drake ist also Kane. Okay, okay, ja, cool. Nicht wehtun. Ich will meine Leben behalten. Ich möchte jetzt zumindest... Okay, danke. Dann möchte ich jetzt zumindest einen Devil Room. Den brauchen wir sowas von. Sonst haben wir gar keine Chance. Wenn wir nicht irgendwie schnell gute Items bekommen, dann wird das ganz schön schwer. Und in Devil Rooms sind meistens gute Items. Da sind ja sogar oftmals kostenlose Items drin, die man mitnehmen kann. Von daher, ich bin über jedes Devil Deal Item sehr, sehr dankbar. Schauen wir mal. So. Letzte Spinne. Schlüssel! Okay. Nice. Wir haben einen Schlüssel. Leute, wir haben einen Schlüssel. Das ist mir zu riskant. Wir machen erstmal den Boss, bevor wir da reingehen. Und da ist ein goldener Raum, wieder ein großer. Das heißt, da werden mindestens zwei Items drin sein. So. Wieso hat er jetzt am Ende so viel Leben verloren und am Anfang gar nicht? Komisch, als wenn er irgendwie so eine Rüstung hätte. So. Und bitte ein Space-Item. Bitte, bitte, bitte. Ein blaues Herz. Ein blaues Herz. So, so. So, ich glaube, wenn wir weit genug weg von denen sind, dann verfolgen die uns auch nicht. Die hüpfen nämlich erst hinterher, wenn man nah genug an denen dran ist. Das Blöde ist, die haben recht viele Leben. Das heißt, wenn uns so ein Ding verfolgt, dann ist doof. So, erster ist weg. Zweiter vielleicht auch irgendwann. Komm schon. Ah, das ist blöd, so wenig. Oh, ganz viele Schlüssel. Das finde ich gut. Oh nein, das sind alles solche Spuckdinger. Okay, wir dürfen da hinten nicht hingehen. Sonst spucken die nach uns. Das wollen wir nicht da. Die spucken, die sind gefährlich. Das heißt, wir müssen die irgendwie zu uns bringen, diese Köpfe. Das ist nicht ganz so cool. Das ist nicht ganz so cool. Nein, nein, wow. Aber die Dinger hören ja auf zu hüpfen. Oh Gott, wie soll ich da denn jetzt rankommen? Hallo. Die hüpfen nicht mehr. Oh wow. Jetzt kommt her, ihr. Hallo, hallo, ihr da hinten. Okay. Ich werde sterben. Ich kann nichts anderes machen. Gut, ich laufe jetzt rein. Aber die sind nicht weitergehüpft. Was hätte ich machen sollen? Was, Leute? Was hätte ich machen sollen? Ich konnte gar nichts anderes machen. So, gut. Homing Shot zumindest. Und das ist grün? Grün war Toys & Patch. Toys & Patch. Ich kann heute nicht reden. Grün war Toys'n... Hä? Poison Touch? Ich kann heute echt nicht reden. Green. So, die grüne Spritze wird gar nicht unter grün aufgezeigt. Das ist ja nett. Poison... Nee, das wäre ja zu naheliegend, oder? Das ist nicht Poison Touch. Die grüne war, glaube ich, Speed Up, oder? Kann das sein? Ah, jetzt backt mein Spiel hier wieder rum. Ich hole mir die auf jeden Fall. Ich glaube, das war die Speed Up. Ja, Speed und Range Up. Gut, Range Up hätten wir hier richtig gut gebrauchen können. Jetzt haben wir zwar nur noch ein Leben und sind unsere ganzen blauen Leben losgeworden. Aber wir haben endlich mal ein paar Items. Und vor allem diese Homing Shots sind gut. Die werden uns wahrscheinlich helfen. An das Herz kommen wir nicht rein. Jetzt haben wir allerdings nicht mehr viele Leben. Und der Devil Deal ist wahrscheinlich auch wieder weg. Oh Gott, nein. Wow. Ich werde sterben. 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 Ich bin tot. Drake, was ist los mit dir? Okay, spielen wir Drake nochmal. War das jetzt so Pech, dass wir gar nichts an Anfang an hatten, oder? Nee, der ist echt einfach so blöd, oder was? Ah, dieser eine Raum hat uns getötet mit diesen ganzen Köpfen. Der war aber auch assig. Unglaublich. So, kriegen wir diesmal vielleicht etwas Besseres. Zumindest habe ich da schon mal einen Schlüssel gehört. Das ist ja schon mal schön. Oh, Hilfe. Nein, unser schöner Winstreak von 2. Die ersten beiden Ones liefen so gut und jetzt... Drake. Finde ich komisch, dass Drake keine Items von Anfang an hat. Da fühlt man sich so nackt.
Allgemein, Noah war auch in der Savior-Mod der Blödste, oder? Kane hat so eine allgemeine Versager-Aura. Keine Ahnung. So. Wollen wir das mitnehmen? Ich weiß ja nicht, ob wir das wirklich mitnehmen sollten. Aber an sich wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich wüsste nur gern, was das ist. Das war doch dieses, wo man die Träne steuern konnte, glaube ich. Dieses Anti-Gravity-Dingsbums. Wo ist denn das da? Anti-Gravity, Tears-Up. Ah, nee, das ist das, wo die Dinger in der Luft fliegen. Und dann eine Zeit lang die brauchen, bis sie wieder da sind. Aber es ist ein Tears-Up. Von daher ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Und das ist ein Space-Item. Von daher, das nehme ich schon mal mit. Flasche ist ganz schön. Das nehmen wir auch mit. Ja gut, wenn es ein Tears-Up ist, komm, nehmen wir das einfach mal mit. Die fliegen jetzt wahrscheinlich in der Luft, genau. Aber dafür sehen wir jetzt viel mehr Noah-mäßig aus. Und wir schießen ein bisschen schneller. Das ist doch schön. Und wenn wir die ganze Zeit so drücken, dann fliegen die ja auch sofort. Okay, dann ist das quasi wie die Chocolate Milk, nur nicht mit diesem Verbesserungseffekt, würde ich mal sagen. Von daher ist das... Ja, das passt schon. Ist ein Tears-Up. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Wir müssen die Dinger ja nicht in der Luft fliegen lassen. Ihr könnt ja einfach die ganze Zeit drücken. Okay, dann hoffe ich mal, dass Noah diesmal besser wird. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich hasse Noah. Ich mag ihn nicht. Ich meine Drake. Drake ist nicht toll. Drake. Allgemein alle Charaktere ohne ein Item von Anfang an, ohne irgendein Item von Anfang an, sind doch schon mal richtig langweilig. Also Drake werde ich nicht oft spielen, wenn ich das nicht muss. So. Shop. Das ist nicht mal ein Shop, oder? Ah, doch, ist es. Okay. Interessant, interessant. Das ist auch sehr interessant. Das hole ich mir sogar. Wir haben dafür jetzt zwar zwei Schlüssel ausgegeben, aber dafür können wir jetzt alle Kisten umsonst aufmachen. Ja, mit dem Locket Pin kann man alle goldenen Kisten umsonst aufmachen. Und das wird uns höchstwahrscheinlich mehr bringen als diese zwei Schlüssel, die wir da eben dafür ausgegeben haben. Von daher gebe ich dafür das doch gerne mal aus. So, hi Bombies. Ist hier noch irgendwo so ein Ding? Nee. Wir sind frei! Wir haben keine Bombe. Wir könnten in den Stachelraum gleich nochmal reingehen. Okidoki. Aber wir haben jetzt trotzdem keine Schlüssel. Und in die Shops kommen wir trotzdem nicht rein. Ich hoffe, wir finden in der zweiten Ebene dann trotzdem nochmal einen Schlüssel irgendwie. Sonst wäre das wieder ein bisschen blöd. Okay, da haben wir schon einen Schlüssel. Das heißt, für die nächste Ebene sind wir auf jeden Fall safe für den goldenen Raum. Und jetzt schauen wir noch mal kurz hier rein. Jo, Goathead. Nice. Perfekt. Okay, dieser One läuft jetzt schon viel, viel besser als der eben. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Goathead ist sowieso gleich in der ersten Ebene. Nice. Nice, nice, nice. Wir wären bestimmt auch eben viel, viel besser gewesen. Oh, da waren rote Augen eben. Wir wären eben wahrscheinlich auch viel, viel besser gewesen, wenn... wenn wir in den ersten Stachelraum gegangen wären. Denke ich mal. Ich denke, da wäre was richtig Gutes drin gewesen. Aber habe ich ja leider verplant. Also war es meine eigene Schuld. Und dieser eine Raum war trotzdem assig. Vor allem, weil die sich da ja irgendwie festgebackt haben. Also nächstes Mal, wenn wir diesen Raum haben, wo wir eben gestorben sind, dann müssen wir die da auf jeden Fall rauslocken. Wenn die alle da raus sind, dann alle rauslocken. Sonst verbacken die sich da wieder und das ist schlecht. Los, komm her. Komm her. Du sollst herkommen. Ah, du Blödmann. Wieso kommst du nicht her? Hä? Ich töte dich dafür. Ich töte dich. Spuckst lieber deine scheiß Tränen, ja? Statt zu mir zu kommen. Ich will doch nur knuddeln. Lass uns unsere Tränenflüssigkeit austauschen. Oh, das ist sexy. Gut. Haben zumindest wieder ein Cube of Meat, so wie beim letzten Mal.
Da ist ein schwarzes Herz, aber dafür mussten wir einen Schlüssel ausgeben. Das heißt, das machen wir nicht. Oder kann man diese Schlüsselblöcke auch mit dem Locket-Pin aufmachen? Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Das weiß ich nämlich leider nicht. So, egal. Da haben wir gleich schon den Boss. Wir könnten sofort dahin gehen, aber wir kriegen sowieso ein Goat-Head, egal wie viele Leben wir verlieren. Ein Goat-Head. Ein Devil-Room. Von daher könnten wir auch zuerst in den goldenen Raum reingehen. So, ganz viel Geld, okay. Das ist ganz nett. Und es ist ein großer Bossraum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir werden auf jeden Fall erstmal in den anderen Raum reingehen. Auf den Raum hatte ich jetzt irgendwie keine Lust. Sorry. Auf den Raum habe ich eigentlich auch keine Lust, aber gut. Der geht ja wenigstens noch. Okay, was? Der Große ist jetzt erstes gestorben? Okay. Okay, ja, okay. Dann stirbt er als erstes, so großer Typ. Und das verwirrt mich immer. Ich hätte. Wenn die sich verwandeln, das verwirrt mich. Das ist unlogisch. Okay. Eins. Eine Pile. Eine Pile, 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 Pile. Was, was, was? Pile, 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 Pile. Wut, wut, wut. So, die können wir ja zumindest kostenlos öffnen. Kriegen Damage ab. Das ist perfekt. Dann können wir auch hier mal reinschauen. Was kriegen wir hier? Oh, Gabby's Head. Okay, unser erstes Gabby's Tail. Unser zweites Gabby-Item. Ein paar blaue Herzen, die sammeln wir jetzt lieber schon mal auf. Und schade. Aber hat sich gelohnt. Das hat sich ja mehr als gelohnt. Zwei Gabby-Items und das. Oh, geil. Speeddown. Gerne, ist mir egal. Wir haben richtig den heftigen Damage abbekommen eben noch. Kriegen jetzt mehr Kisten, die wir alle mit dem Locket Pin aufmachen können. Und jetzt frage ich mich, ob ich lieber die Fliegen mitnehmen soll oder den Flaschteil. Ja, ich nehme das Flaschding mit. Ich glaube, das wird uns behilflicher sein, ja. Okay, wir machen guten Schaden. Haben ein richtig gutes Space-Item. Haben zwei Katzen-Items. Kriegen nochmal ein All-Stitz ab. Okay, wir hätten. Ich glaube, das wäre alles viel einfacher gewesen, wenn wir wirklich in der letzten. Und kriegen noch einen Quadra-Shot. Nice. Das wäre alles viel einfacher gewesen, wenn wir in der letzten. Im letzten Run einfach in diesen komischen Stachelraum gegangen wären. Ich meine, diesmal hatten wir auch richtig gute Sachen in den Stachelräumen. Das ist unglaublich. Diese Stachelräume sind richtig OP. Da müssen wir auf jeden Fall immer wieder reingehen. So, da oben ist ein blauer Stein, den hole ich mir. Du bist mein. Und mit Locket Pin können wir auch die ganzen Truhen öffnen. Das ist eigentlich perfekt. Perfekte Kombo. Perfekte Kombo. Gabby's Tail im Zusammenspiel mit dem Locket Pin ist schon recht nett. So. Jetzt machen wir auch richtig viel Schaden. Haben noch einen Quadra-Shot. Nice. Wieso ist das nicht ebenso gelaufen? Das wäre viel besser gewesen. Naja, gut. Mit dem. Ach ne, wir haben einen goldenen Schlüssel, deswegen. Da würden wir noch mehr Schlüssel bekommen. Das brauchen wir allerdings nicht. Bomben brauchen wir auch nicht. Ich spende mal bis 50. Oder auch nicht. Okay, dann könnten wir vielleicht noch das Ding hier wegsprengen. Das Ding bleibt auch in der Luft wegen Anti-Gravity. Okay, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Und dann können wir eigentlich schon zum Boss gehen. Goldener Raum war ja auch ganz nett. Und das hier sieht so aus, als wenn hier der Supergeheimraum wäre. Schade. Gut, noch ein paar Münzen. Ja, geht einfach dahin wieder zurück, wo ihr hergekommen seid, ihr blöden Münzen. Ist mir egal, ich habe immer noch 7 Münzen. Gut, und dann Monstro. Oh nein, oh nein, oh nein, ist das dein Ernst? Moment, Moment, das ist gar nicht so schlecht. Die sind nämlich eingesperrt, die machen gar keinen Schaden. Wir dürfen nur nicht da unten in die Reihe kommen. Und dann machen die keinen Schaden. Solange wir nicht die roten Scheißhaufen kaputt machen, ist alles gut. Oh, da haben wir den roten Scheißhaufen kaputt gemacht. Egal. Ein paar Pillen. Setzen wir gleich erst ein. Hure von Babylon. Mal wieder. Finde ich gut. Und ich glaube, wir werden hier sogar alles mitnehmen. Ja. Wir nehmen alles mit. Das lohnt sich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was kriegen wir? I can see forever.
Pheromone, Amnesia, okay. Dann müssen wir kurz nochmal hier durchgucken, nach dem Supergeheimraum. Wo der denn ist. Das war der normale, den kannten wir ja schon. Und wo ist jetzt der Supergeheimraum? Oh, wir machen rote Tränen. Nice. Hier waren wir immer noch schon drin. Da ist er. Okay. Das Scheißhaufen Trinket. Ah ja. Puberty. Tearsub. Okay. Und? Perfekt. Wir sind Gabi. Wir sind Gabi. Geil. Okay. Wieso ist das nicht ebenso gelaufen? Ach man. Unsere schöne Winstack von 2. Oh Gott. Gut, wir sind also Gabi. Da oben war doch bestimmt noch irgendwas, oder? Ich glaube, da oben war noch was. Ich hätte da erstmal hinfliegen sollen. Egal. Egal, egal. Gut, wir haben volle Leben. Wir haben 9 Leben insgesamt. Wir sind Gabi. Wir haben eine Icon C Forever Pille. Wir kriegen noch unser 4. Gabi-Item. Wir behalten unser rotes Herz aus dem Grund, dass wir dann beim Devil Deal das rote Herz ausgeben können. Ich frage mich, warum wir gerade keine roten Tränen mehr machen. Ist aber auch eigentlich nicht weiter wichtig. Und wir sind recht stark. Oh, doch. Das gefällt mir. Das ist ganz gut. Oh ja, doch. Amnesia. Ungern. Möchte ich nicht so wirklich gern einsetzen. Danke. Noch eine rote Kiste mit noch mehr Pillen. Health up. Ist nicht so schlecht. Okay. Okay, okay. Wir können wieder 2 Leben ausgeben. Im Devil Womb. Wir produzieren recht viele Fliegen. Ach doch, das ist alles gut. Das ist schön. So. Hier war Geheimraum. Habe ich gehört. Was haben wir hier noch? Das Chariot. Okay. Irgendwo ein blauer Stein. Ich glaube nicht. Oh, und unsere Fliegen machen auch richtig viel Schaden, weil wir ja auch so viel Schaden haben. Und wir sind halt Gabi. Miau. Jetzt kann das gar nichts mehr aufhalten. Nix, sag ich euch, nix. Außer vielleicht irgendein assiger Raum. Mit 5 Krampussen drin oder sowas. Geil. Oho. Leute, Krebs. Will ich Krebs mitnehmen? Yay, Cancer! Na, wir schießen nicht wirklich schneller. Nee. Dann Krebs, du musst leider da bleiben. Tut mir leid. Was ist das denn für ein Würfel? Ist das ein guter Würfel? Ich weiß es nicht. Man kann den ganzen Run nur einmal spenden. Okay, das ist ja doof. War die Pille gut? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir könnten schneller werden mit dem anderen Trinket. Wir haben eigentlich auch genug Schlüssel. Aber der Locket Pin hat uns so gute Dienste geleistet. Aber halten wir ihn mal. Ne, Locket Pin. Hast gute Dienste geleistet. Darf's in meinem Inventar bleiben. Wer weiß, wer ihn sonst findet. Kann ja sein, dass ihn irgend so ein Missbraucher dann findet. Und ich will nicht, dass mein Locket Pin zu einem Missbraucher kommt. Oh Gott. Okay. Oh, geil. Wir kriegen wieder das geile Baby hier. Das Dry Baby. Geilo. Was kriegen wir hier? Tummy's Head. Die Sache ist, wenn wir jetzt noch Brimston finden sollten, dann wäre das echt ganz schön gut. So, und jetzt will ich mal ausprobieren. Wird dafür trotzdem ein Schlüssel benötigt, wenn man den Locket Pin hat oder nicht? Ja, okay. Interessant zu wissen. Also, Locket Pin macht anscheinend wirklich nur... Kann man auch mal mitnehmen. Wow. was? Kisten? Der macht Kisten auf. Ja, ja. Schlimm mit mir, dass ich immer mitten im Satz aufhöre zu sprechen. Und da ich mir weiß, was ich gesagt habe. So. Gut, da haben wir auch den Boss. Okay, jetzt können wir auch ein bisschen schneller durchlaufen, sonst wird die Folge wieder über eine Stunde. So. Noch ein paar Schlüssel. Gut. Gut, gut, gut. Hi, Mega-Fetti. Oh, wir machen so schön Schaden mit den ganzen Fliegen. Das gefällt mir. Pentagramm, wir werden noch ein bisschen stärker. Geil, 2 Krampusse, okay. Aber selbst den machen wir richtig viel. Okay. Und wir kriegen Head of Krampus. Nice. Kohle. Gut. Also irgendwie sind wir jetzt schon richtig OP.
Aber wir waren schon in der zweiten Ebene OP, als wir Gabi geworden sind. Kaido, leider konnten wir keine roten Herzen ausgeben, aber ist ja nicht weiter tragisch. Ich finde die Katzen immer süß, die bei uns aus dem Mantel da rauskommen. Der ist sich voll knuffig. Blub, blub. Ja, also eigentlich, wir brauchen gar nichts mehr. Wir können jetzt einfach durchlaufen und dann sind wir fertig. Easy going. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwelche neuen Räume, die wir noch nicht kannten, die irgendwie richtig böse sind. Aber es ist richtig schlimm, wenn man in dieser Mod so überhaupt nicht stark ist, habe ich jetzt gemerkt. Oh, der D100, der könnte uns alles vernichten. Das heißt, ich nehme den mal lieber nicht mit. Obwohl, ich könnte ihn einmal einsammeln zumindest. Aber ich glaube, ich will mich nicht rerollen. Nee. Sonst wären wir noch irgendwie viel zu schwach oder so. Ich bin recht zufrieden mit dem Zeug, was wir haben. Wir sind Gabi. Gabi aus dem Katzenclan. Oh, 4 Shots. Die kaufen wir uns. Meine 4 Shots. Und was hast du? Pheromone. Okay. Ist jetzt nicht ganz so gut. Aber wir hatten das Geld. Okay, war leider der falsche Weg. Und wir waren noch nicht im... Doch, wir waren im goldenen Raum. Okidoki. Was bist du? 12 Spades. Noch ein paar mehr Schlüssel mehr. Okay, wir brauchen den Locket Pin wirklich nicht mehr. Also sobald wir irgendwie ein gutes Trinket finden, nehmen wir das mit. Wie zum Beispiel den Goat Head, den Goat Hoof nochmal. The Devil. Bombe. Ah, nochmal 2 Items mehr. Sehr schön. Nehme ich gerne mit. Das ist ein blauer Stein. Mein blauer Stein. Pow. Habe ich dich. Immer schön viele blaue Steine aufsprengen. So, okay. Mehr können wir hier, glaube ich, gar nicht machen. Und wir müssen noch nicht mehr machen. Oh, von daher. Gehen wir einfach mal zu Gertie. Und besiegen den ganz schnell. Speed up. Sehr schön, was kriegen wir hier? Noch ein weiteres Fliegen-Ding. Das wird uns stärker machen. Das wäre ein Humble Bundle. Will ich was davon haben? Das ist eigentlich ganz cool, aber ich glaube, unser Space-Item ist gut genug. Humble Bundle brauchen wir auch nicht, weil wir genug Schlüssel haben. Nee, okay. Wir bewahren unsere Leben auch für einen besseren Level-Deal. Zumindest haben wir jetzt Tränen, die überall durchgehen, oder? Wir sind doch jetzt so dieses Scary-Ding, oder nicht? Ich glaube, wir sind jetzt ein Geist. Wir sehen auch nicht mehr so nett aus wie Gabi eben. Naja. Ah, da haben wir alle Gabi-Items. Ne, eins fehlt noch. Aber wir haben 5 Gabi-Items. Das war das 5. Jetzt fehlt nur noch der Hairball, der Haarballen. Und dann hätten wir tatsächlich alle Gabi-Items. Das ist doch schön. Und wieso sprengt meine Bombe diese Kiste nicht auf? Oh Gott. 3 Bomben für eine Kiste. Okay, hat sich aber gelohnt. Ein Eternal Heart. Und wir haben irgendwie ein Leben verloren. Ich habe zwar nicht mitbekommen, wie, aber ist ja auch egal. Schließlich. Ach, wir haben gar kein Leben verloren. Guck. Wir haben immer noch volle Leben. So. Okay. Was kriegen wir hier Schönes? Noch ein Damage Up. Jo, warum nicht? Also, ich habe nichts dagegen. So. Da waren wir schon. Blum, 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 blum. Ganz viele Spinnen, wollte ich sagen. Aber wir produzieren Fliegen. Ganz viele Fliegen, die alle richtig stark sind. Und wir auch. Aha. Irgendwie müssen wir unsere Tränen noch größer bekommen. Die sind schon richtig stark, aber irgendwie müssen wir die noch größer bekommen. Aua. Wann hätten wir jetzt eigentlich alles? Das wäre schön. Gut, da haben unsere Fliegen alles getötet. Ja, Moment. Ich bin geizig. Ich habe zwar schon 32 Schlüssel gehabt, aber ich nehme trotzdem jeden Schlüssel mit. Kann ja immer mal passieren, dass in einer Ebene plötzlich 50 blöde Kisten sind. Oh, den nehme ich mit. Danke. Den Schlüssel auch. Was haben wir hier noch? Das Leaf-Ding. Warum nicht? Das. Oh, Little Hound. Okay. Nehmen wir alles mit. Alles meins. Vielen Dank.
Wir kriegen immer mehr Begleiter. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wir befreien euch. Wir sind der Begleiterbefreier. Wir sind ja auch Noah. Das heißt, wir wollen von jeder... Hilfe. Von jeder Spezies wollen wir zwei Dinger mitnehmen. Deswegen sammeln wir die alle. Okay, da gibt's nix. Also Shops lohnen sich irgendwie nicht so doll. Bis wir irgendwie mal einen Shop-Upgrade erhöht haben, dass wir mehr Sachen da kaufen können. Weil dann kann man da, glaube ich, sogar bis zu 5 Sachen kaufen, oder? Habe ich, glaube ich, irgendwo mal gesehen. Wenn ich mich recht erinnere. Und das wäre ja ganz schön, aber wir durften ja leider nicht mehr spenden. Ich hätte ja gerne mehr gespendet, aber die wollten ja nicht. Loki. So, wie schnell stirbst du? Sehr schnell. Alles klar. Noch ein Tiersub. Das kriegen wir hier. Mal was Gutes. Das Primston Baby. 4 Shots, warum nicht? Wollen wir die Dinger hier befreien? Aber dann haben wir wieder ein Leben weniger. Ja, komm. Wir befreien Brother Bobby. So. Haben wir dich befreit, Brother Bobby. Jetzt gehörst du zu uns. Und unser Team wird immer größer und größer. So, sehr gut. Die ganzen Begleiter bringen uns zwar nichts, aber wir haben sie. Das bringt uns genauso wenig. Das heißt, wir nehmen es gar nicht erst mit. Und vielleicht endlich mal ein guter Shop. Das wäre ja mal zur Abwechslung was richtig Tolles, aber nö. Die Shops sind echt richtig unnötig. Komm, nehmen wir die Batterie mit. Ich glaube nämlich, die hatten wir noch nicht. Oh, wir haben Curse of the Maze. Yay, noch ein Damage Up. Juhu. Geilo. Machen wir jetzt wirklich noch mehr Schaden. Ich glaube, das geht bis ins Unendliche, oder nicht? Der Schaden? Ich glaube schon. Ich denke schon. Und irgendwann one-hitten wir einfach alles, auch die Bosse. Haha. So. Finde ich nice. So viel Schaden zu machen ist ganz nett. Und da haben sich unsere ganzen Fliegen einfach an dem blöden Gehirn hier aufgehangen. Oh, nee. A lonely survivor. Oh, 40 Sekunden zu lang gebraucht für den Bosswash. Den würde ich nämlich auch noch gerne mal sehen. War ja leider noch nie schnell genug für den Bosswash. Gimpy nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier hätten wir wieder das Humble Bundle. Und 2 I Can See Forever Pillen. Und das ist dieses scary Ding. Okay, das heißt, wir sind gar nicht scary. Aber nö. Ich nehme das alles nicht mit. Ich nehme die I Can See Forever Pille mit. Und wir haben unsere dritten 4 Shots. Ich glaube schon. So, auf jeden Fall sind wir wieder im Utero. Und weiter als Mams Herz können wir eigentlich sowieso nicht gehen. Eigentlich. Bob Swain. Stimmt, letztes Mal hatte ich auch Bob Swain nicht mitgenommen, obwohl ich Pyromaniac hatte. Das war ziemlich, ziemlich dumm. Von mir, meinerseits. So richtig dumm. Aber okay, so, wir lassen den Boss einfach mal aus. Wenn wir schon so eine Gelegenheit bekommen gleich... Oh, wir haben Salomon freigeschaltet. Warum das denn? Hä? Salomon? Salomon ist auch aus der Savior-Mod. Okay, ich muss da dringend mal die ganzen Sachen aus der Savior-Mod rauslöschen. Erinnert mich mal dran, bitte, bitte in den Kommentaren erinnern, weil ich werde garantiert, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, wieder nicht dran denken. Und dann sitze ich da wieder morgen, nehme eine Folge auf und denke mir so, ha, ich habe schon wieder nicht weggemacht. Bist ja ganz schön doof, Dizzy, ne? Aber wenn ihr es in die Kommentare schreibt, dann denke ich dran und dann mache ich das auch. Also bitte mal in die Kommentare schreiben, dass ich die Savior-Mod... Dateien rausnehmen soll. Ja, das wäre nett, danke. Dann seid ihr mein Erinnerungshelfer-Ding. Wow, okay, unsere Tränen sind mega groß geworden. Aber machen keinen Schaden mehr, was? Ah ne, das sind einfach nur Minibosse. Die haben einfach nur so viele Leben. Komm, wir haben so riesige Tränen, ne? Hä, machen wir jetzt echt weniger Schaden? Macht die Dead Onion? Warte, was? Oder es liegt daran, dass wir gerade in Utero sind und die Gegner hier allgemein mehr Leben haben. In diesem Challenge-Raum. Kann auch sein. Könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Huh.
Naja, auf jeden Fall sind unsere Tränen schön groß. Ich mag schön große Tränen. Nee, wir machen immer noch guten Schaden. Ja. Aber was macht denn eigentlich die Dead Onion? Die Dead Onion macht nur, dass die Dinger überall durchfliegen, oder? Und dafür langsamer fliegen. Glaube ich. Ich glaube, so war das. Ach doch, unser Schaden ist immer noch gut. Puh, da hatte ich schon Angst bekommen. Au. Okay. Du glitschst in der Wand. Ich helfe dir. Keine Sorge. Oh nein. Eine Pile, die wir noch nicht hatten. Yay. The Wafer. Wir könnten schon wieder zum Mega-Satan. Ich glaube das ja nicht. Und wir haben 12 Leben. Yay. So, gib mal The Wafer her. Danke. Aber ich will ehrlich gesagt nicht weitergehen. Ich will nur Mutters Herz besiegen. Sonst wird die Folge wieder zu lang. Tut mir leid. Wir könnten weitergehen, aber wozu? Unser Hauptziel... Es sei denn, wir kriegen den Strahl. Dann gehen wir auch in die Kathedrale, weil wir da noch nicht waren. Aber sonst... Ne. Zum Teufel müssen wir nicht nochmal. Wir haben auch die Black Chest schon mal geschafft. Von daher, da müssen wir nicht wirklich nochmal hin. Auch wenn wir stark genug wären. Oh. Okay. Haben wir jetzt dreimal Bob Sprain auf dieser Ebene? GG. Wir haben dreimal Bob Sprain auf dieser Ebene bekommen. Will mir Bob Sprain damit irgendwas sagen? Nee, ich weiß ja nicht. So, wir setzen mal unsere Death-Karte ein. Weil wir cool sind mit der Death-Karte. Okay, das ist nervig. Oh Gott. Diese Anziehdinger sind so nervig. Das ist unglaublich. Unglaublich. So, okay. You unlocked Glass Baby. The Rubber Cement. Okay. Unser schöner Winstreak von 2. Nein, wir haben ihn halbiert. Alles wegen dir, Drake. Okay. Dann. Doof, ne? Der erste Band lief richtig kacke und der zweite viel zu gut. Das ist merkwürdig. Egal. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge, die zum Glück jetzt keine Stunde geworden ist. Bis zum nächsten Mal und tschüss.